Ja, Breeze Ango in ihrem zweiten Tag Team Match gegen die Usos mit Rikishi im Schlepptau. Also unsere Tag Team Champions. Irgendwie ist das jetzt lächerlich, dass jetzt Breezango wieder komplett full ist. Ja, schöner Samoan Drop. Ja, mal gucken, ob sich die Usos besser anstellen als die Office of Pain, die doch derbe Probleme im Late Match hatten gegen Breezango. Ah, Konter von Tyler Breeze gegen Jimmy Uso. Ah, Whip-in wird gekontert. Ah, das war ein bisschen zu spät von meiner Seite. Los, komm her! Hallo, ich hab dich doch gegriffen. Ja, wieso ist... Ah. Seit dem letzten Patch ist das so schlimmer geworden. Okay, das hat schon gegen die Offers of Pain nicht geklappt. Warum soll es dann gegen die Usos klappen? Neckbreaker, Jimmy Uso. Schöner Snaps, Suplex und der Tag mit Jimmy. Ich meine mit Jay Uso, nicht mit Jimmy. Jey Uso auf dem Ringseil und Splash und der sitzt. Was hat ein Senton? Ein wunderschöner Senton. Und jetzt Wechsel mit Tyler Breeze, der das letzte Mal das Match für die Fashion Police verloren hat. Gegen Arkham, meine ich, war es. Also das ist ein bisschen sehr, sehr gut gemeint von Tyler Breeze. So weit fliegt er noch nie im Leben. Tatsache, eine Entscheidung, der fliegt tatsächlich so weit. Ich werd bekloppt. Atomic Drop von Tyler Breeze. Also sollte Breezango das Match gewinnen, also ich glaube, dann weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, da fresse ich einen Besen, aber nachher verliere ich das Match wirklich noch und dann muss ich ernsthaft einen Besen essen. So viel Salz und Pfeffer habe ich gar nicht im Haus. Und ein Samoan Drop. Ah, schöne Kombination. Aber Tyler Breeze hat ein bisschen was gut zu machen. Darf man nicht vergessen. Oh, schöner Spin-Kick. Und jetzt. Na, da hat Jimmy Uso gerade ein bisschen nachgeholfen. Jey Uso, der liegt da immer noch dusselig rum. Jetzt gibt es den Wechsel mit Jey Uso. Ich weiß gar nicht, ob er das Yo-Erz mitgekriegt. Was auch immer das vorhin war. What? Da Fug.
Und da wird das Cover unterbrochen. Ich werde bekloppt. Der Tyler Breeze, der macht ja einfach mal alles und jeden fertig. Ich dachte, dieser Universe Mode soll realistisch bleiben. Und das zweite Match, das erste Match haben sie verloren. Und jetzt sind die beiden wieder so topfit und hauen die den Usos aufs Maul. Ja, und jetzt auch noch auf Minus. Ja, nee, ist klar. Wen wollt ihr eigentlich verarschen, 2K? Ernsthaft. Alles klar. Wer soll glauben, dass bei einem Hottag sowas passiert? Vor allen Dingen. Da Fug, sage ich dazu. Vor allem, das hat noch nicht mal ganz getroffen. Ah, seit dem letzten Patch ist dieses Spiel so ah geworden. Okay, eine Art Elektrik. Oh Gott, ich kann diesen. Habe ich das Referat jetzt richtig ausgesprochen? Elektrik. Alles klar. Nach einem Match gegen die Office of Pain gewinnt mal kurzerhand Brisango, also Fandango. Gegen die Tag Team Champions. Ja, nee, ist klar. Ich dachte, dieser Universe muss so realistisch sein. Also, haben die doch gesagt. Steht doch hinten noch sogar auf der Verpackung, der Rill. Damn it. Bis ins nächste Match. Und damit ein herzliches Willkommen auf der Matchcard. Ausnahmsweise mal ein ganz ungewohntes Bild. Ja, das Problem ist, während der Aufnahme ist die Konsole abgeschnitten, da ich ja die interne Aufnahmefunktion der PlayStation 4 nutze. Ja, kommen wir nicht in den Genuss dieses Matches. Ich habe es im Übrigen verloren. Breezango hat gewonnen. Ja, am Ende dieses Matches hier mit Kevin Owens gegen Rusev ist das Spiel abgeschmiert. Also ich hatte Kevin Owens genommen. Hab nach dem Match nochmal Rusev eine Pop-Up-Powerbomb verpasst. Und dann, als sie diese Fans gezeigt haben, schwarzer Bildschirm, Cross-Media-Bar, Aufnahme, weg. Deswegen werde ich auch in Zukunft das Universe auf zwei Speicherständen machen. Also ich kopiere mir das Universe dann. Falls es nochmal abkackt, dann ist es halt so. Dann muss ich halt das Ganze dann nochmal aufnehmen. Dann habe ich halt Pech gehabt. Aber, naja. Passiert, dass die Konsole abschneidet. Eigentlich darf es nicht passieren, ich weiß. Eigentlich soll es auch nicht passieren. Weil es ist ein High-End-Gerät, sowas hat. Ja, die Szene hatte ich da, wo die Aufnahme weg ist, auch gehabt. Owens hat auf Rusev drauf eingeschlagen, wie ein Verrückter. Die beiden haben sich ja auch ganz doll lieb. Aber mal gucken, ob ich es nochmal schaffe, dieses Match zu gewinnen. Gut, wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich auf gut Deutsch Pech gehabt. Wenn ich es nicht schaffen sollte. German Suplex von Kevin Owens.
Gut, es war jetzt nicht unbedingt ein schweres Match gegen Rusev, aber man weiß ja nie, was da noch kommen kann. Ja, gegen das Knie von Kevin Owens, das tat bestimmt weh, aber bestimmt nicht so weh, dass er jetzt 5 Minuten auf dem Boden liegt und einen auf Peter Griffin macht, so. Was ja Family Guy ganz gerne mal macht, um die Sendezeit um 5 Minuten zu kürzen. Ja, nicht zu kürzen, aber diese Sequenz aber 5 Minuten lang zeigt. So, jetzt kriegt Rusev erstmal auf die Matschka. Was heißt das überhaupt? Zermatschen? Weil es klingt so danach. Und jetzt gibt es einen Whip-In übers oberste Ringseil und Rusev geht nach draußen. Ja, Rusev kann aber hier kontern. Ja, apropos kontern, das... Ah! Ich dachte, er schlägt. Ah, geht's. Nein, da oben drauf will ich nicht. Oh, Owens wieder hinter Rusev, hinter... Ja, auf jeden Fall hinterher. Das tat bestimmt weh. Oh, jetzt geht's für uns gegen. Oh, ich glaube, der Ref ist bei 7. Okay, Owens jetzt im Ring. Rusev ganz gemächlich. Da hat alle Zeit der Welt. Gibt noch ein paar Punches hinterher. Okay, dann wollte ich einen super Kick machen, aber irgendwie ging der Derbst in die Buchs. Aber dafür können wir kontern. Jetzt einmal auf die Kinnlade. Jetzt kam der Super Kick. Okay, Rusev mit dem Konter. Und, ach, der Russian Leg Sweep auf den Arm. Der bestimmt sehr, sehr gut tut. Ich bin in die obere Ringecke. Ich hätte zwar die untere genommen, weil wegen mehr Wucht, aber naja. Wollte gerade sagen, hat Rusev etwa keine Lust mehr? Ach, jetzt kontert der das auch noch und ich krieg Minus. Das darf doch wohl bald nicht mehr wahr sein. Komm, Minus, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Was, der Ref ist schon bei 7? Noch, Rusev! Matschka! Ja, mach du mal deine komischen Buddhistenübungen. Ich gehe in den Ring. Und jetzt nehmen wir ihn nochmal zum Signature. Vielleicht reicht das ja schon. Kann zwar für ein Gerücht, aber kann ja gut sein. Es reicht. Owens gewinnt gegen Rusev. Puh, letztes Mal habe ich 2 Finisher gebraucht. Und die beiden sind noch nicht
wiederhole nicht miteinander fertig, weil es gibt es noch die Pop-Up Powerbomb. Und jetzt hoffe ich, dass das System nicht abschmiert. Das Neueste nämlich... Nee, diesmal geht's. Und wir haben einen weiteren Feind. Also Kevin Owen hat einen weiteren Feind. Und Rusev auch. Kommen wir zum Main Event of the Evening. Ja, der Main Event der Main Events. Jinder Mahal, die Nummer 2 auf der Rangliste, gegen die Nummer 1 der Rangliste, nämlich Randy Orton. Wirklich, bei der Powerbewertung stehen die beiden auf 1 und 2. Und, ja, da unten steht schon, was passiert. Randy rennt ihn über den Haufen. Und ja, die beiden haben sich ganz, 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 ganz doll lieb. Ja, da wurde der Ref auch gleich mal über den Haufen gerannt. Von Randy. Oh, das wird ein Augenkratzer, das ist. Aber nicht die schöne Art, Mr. Jinder Mahal. Ja, Schläge werden hier hin und her abgeblockt. Und die Clothesline. Und jetzt nimmt er ihn hoch, hält ihn ein bisschen nach hinten durchrutschen und auf den Boden der Tatsachen. Und da kommen schon die Kicks auf die Gelenke. Und da ist er auf dem Boden bereit für den RKO. Und RKO! Und Randy Orton gewinnt praktisch in Rekordzeit dieses Match. Aber ich würde sagen, dass unser guter Herr Orton auch noch... noch nicht mit ihm fertig ist. Jetzt geht's durch die Ringseile und er kommt wieder mit dem DDT. Komm, ich will einmal diesen Super RKO zeigen. Ach, dann zeigen wir mit dem normalen AKO-Platzwunde bei Jinder Mahal und Randy Orton. Der kann seinem Frust hier richtig schön Dampf machen. Das war Nitro für diese Woche. Wie gesagt, mit dem Dingsbums. Tag Team Match tut's mir leid, aber was kann ich dafür, wenn die Pläser braucht? Bis dahin verabschiede ich mich. Und bei Raw is War in Woche 3 geht's weiter. Ergo... die weiter unten stehen in der Rangliste werden dann gespielt. Bis dahin, auf Wiedergeschaut.